Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie und den digitalen Signaturen. Heute geht es um eine Transformation, wie wir aus EUF1NACMA und einem EUF-NACMA sicheren Verfahren tatsächliche EUF-CMA ohne NA bauen können. Das ist jetzt eine große Transformation und ist ziemlich geil eigentlich, weil wir das im Prinzip ja hier auch aus Einmalsignaturen gebaut haben. Das ist ja EUF-NACMA sicher. Jetzt bauen wir daraus mit noch einer Transformation ein EUF-CMA sicheres Verfahren. Wir werden am Ende noch ein paar Verfahren sehen, die diese Transformation brauchen, damit sie aus zum Beispiel EUF-NACMA auch EUF-CMA bekommen. Und ja, wir werden das einfach so benutzen. Okay, wir haben zwei verschiedene Signaturverfahren, nämlich, also gegeben, sage ich jetzt mal. Wir haben einmal ein Verfahren, das nennen wir jetzt Gen 1, Sign 1 und Verify 1. Das ist unser Einmal-Signaturverfahren und wir haben ein Gen-Sign- und Verify-Strich. Das ist unser NACMA-sicheres Verfahren, also für NACMA komplett. Und das ist nur für einmal NACMA sicher. Und daraus bauen wir uns jetzt ein EUF-CMA-Verfahren. Gut, warum machen wir so einen Umweg? Naja, der EUF-NACMA-Beweis ist einfach tausendmal leichter normalerweise als ein EUF-CMA-Beweis. Und wenn wir das so haben, also wenn wir so eine generische Transformation haben, dann können wir ganz einfach zeigen, okay, wenn wir das so transformieren, dann brauchen wir nur noch NACMA zeigen und wir können uns daraus schon ein CMA-sicheres Verfahren bauen. Das ist nämlich ziemlich cool und ja, machen wir einfach mal direkt mit dem Verfahren, starten wir durch. Und zwar der Gen-Algorithmus, also der Generierungsalgorithmus, der popelt mir hier PK und SK einfach aus meinem Gen-Strich-Verfahren raus. Also quasi Gen gleich Gen-Strich sozusagen. Also wir lassen einfach nur den Generierungsalgorithmus von Gen-Strich laufen. So, das ist eigentlich nicht wirklich spannend. Das Spannende passiert jetzt beim Sign-Algorithmus. Achtung, wir kriegen den Secret Key von unserem NACMA-Verfahren. Aber nur NACMA, Vorsicht, nicht EUF-CMA sicheren Verfahren. Okay, also Secret Key und die Nachricht M. Gut, naja, was machen wir jetzt? Wir wollen eine Signatur generieren und das geht wie folgt. Wir generieren uns erstmal einen Public Key 1 und einen Secret Key 1 aus unserem Gen 1 Verfahren, also aus unserem Einmal-Signaturverfahren aus Gen 1. So, jetzt haben wir einen neuen Public Key und einen Secret Key. Achtung, die sind hier nicht drin oder so, da passiert gar nichts mit denen. Wir haben uns einfach aus diesem Verfahren hier, das hatten wir bisher noch nie benutzt, haben wir uns einfach neue Public Keys und Secret Keys gezogen. So, und jetzt habt ihr vielleicht schon mal den Trick erahnt. Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Wir sagen, was soll denn das jetzt? Wir bauen uns jetzt hier einfach eine Sigma 1 Signatur. Und was signieren wir jetzt? Naja, wir signieren die Nachricht. Wir signieren nämlich über Sign 1, also dem Einmal-Signatur-Algorithmus, der tatsächlich eine Signatur ausspuckt am Ende, mit dem Secret Key aus dem Einmal-Signatur-Verfahren, also dem hier, signieren wir die Nachricht M. Ups. Dann sagen wir, okay, jetzt ist das ganze Ding einmal sicher, aber wir müssen ja noch irgendwie den Public Key rüberkriegen. Und so ein Public Key Secret Key aus einem Einmalverfahren, das kann sich ja jeder ziehen, der möchte. Und wenn wir nur das hier machen, dann hat unser Empfänger immer noch keine Ahnung, weil im Public Key steht ja nicht drin, dass das unser Verfahren hier ist. Das heißt, wir müssen jetzt noch irgendwie sagen, okay, komm, der Public Key ist wirklich von mir, du kannst mir vertrauen. Und den darfst du tatsächlich auch benutzen, um zu überprüfen, nicht einfach irgendwas von einem Angreifer. Und deswegen sagen wir jetzt, weil den Public Key hier, den kennt unser Empfänger ja, da sagen wir jetzt, okay, ich hätte ganz gerne jetzt meinen Public Key von meinem Einmal-Signaturverfahren auch signiert. Und zwar mit Sigma Strich aus meinem, also hier muss ich jetzt tatsächlich mal meinen normalen Secret Key benutzen. Ich signiere also mit Sign Strich, also mit dem EUF-NACMA-Verfahren hier,
signiere ich meinen Public Key, also Secret Key und den Public Key aus meinem Einmalverfahren. Sozusagen, ich signiere meinen Public Key, den ich mir gerade frisch gezogen habe. Okay, und meine tatsächliche Signatur, die ich dann am Ende zurückgib in meinem Signaturalgorithmus hier, also in meinem tatsächlichen Sign-Algorithmus von meinem EOF CMA-sicheren Verfahren, das ist dann der Public Key 1 und die Signatur von meinem Public Key 1 und dann noch die Signatur, also die Signatur von der eigentlichen Nachricht signiert mit dem Secret Key 1, sorry, und dann natürlich noch die Signatur, dass der Public Key 1 auch tatsächlich unser Public Key ist. Das ist jetzt meine Signatur, die ich übermitteln möchte. Und das funktioniert auch tatsächlich so. Was passiert jetzt bei Verify? Verify bekommt meinen Public Key, meinen normalen Public Key, Achtung, den hier, nur den hier, aus meinem Gen-Strich. Dann bekommt es die Nachricht M und es bekommt meine Signatur Sigma. So, jetzt ist aber meine Signatur Sigma gleich Public Key 1 und Sigma 1 und Sigma Strich. Das bedeutet aber, ich kann mein Sigma wieder aufteilen nach genau diesem Ding. Das heißt, ich kann hier auf die drei wieder zugreifen. Sage dann, okay, wir verifyen jetzt Folgendes, und zwar mit unserem Einmal-Signatur-Verify-Algorithmus überprüfen wir, ob der Public Key 1, also mit dem Public Key 1 die Nachricht M und die Signatur, okay, ist gut, ich kann Chinesisch, ich schwöre, ich kann's. Wir überprüfen jetzt, ob die Signatur 1 für die Nachricht M gültig ist mit dem Public Key, den wir bekommen haben hier drin. Wir überprüfen sozusagen, ob die Signatur für die Nachricht in Ordnung ist über mein Public Key Verfahren. Und wir überprüfen, das ist jetzt ein logisches und, es muss beides gelten. Und wir überprüfen, ob Verify Strich in Ordnung geht, wenn ich den PK reingebe, den ich hier tatsächlich mitbekommen habe. Und der PK1 als Nachricht, PK1, und Sigma-Strich als Signatur. Also ob Sigma-Strich eine gültige Signatur für den Public Key 1 ist, mit meinem Public Key, den ich bekommen habe. Wenn die beiden Dinge hier gelten, dann ist Sigma eine gültige Signatur und das bedeutet, es ist alles in Ordnung. Dieses Verfahren hier, also quasi diese Konstruktion ist tatsächlich EOF CMA sicher und ich glaube, die Correctness, die dürfte klar sein. Wenn nicht, schaut euch das Video nochmal an. Wir haben es quasi so konstruiert, dass es nur korrekt sein kann. Es gibt einfach nichts mehr zu beweisen da. Aber die Soundness, also warum das Ganze auch tatsächlich EOF CMA sicher ist, das werden wir uns nächstes Mal dann angucken. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!